Hallo allerseits und willkommen bei einer neuen Folge von Clanvolk. Schön, dass ihr mit dabei seid und mir Gesellschaft leisten wollt. Also, legen wir los. Jetzt muss ich hier mal eben aufpassen, wegen den 6 habe ich nämlich fast nicht drüber nachgedacht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, das passt noch. 1, 2, 3. 1, 2. Da ist schon wieder drüber, also eins noch übrig. Nur hier könnte es knapp werden. 2, 3. 1, 2. Das doch funktioniert, okay. 1, 2, 3. Da funktioniert es auch. Wenn ich das hier drauf mache, ja. Da funktioniert es. 2, 3. 2, 3. Okay, es ist tatsächlich so, dass es wohl wirklich so gerade hinkommt. Wenn ich dann hier eine Tür mache, dürfte es auch kein Problem. Nee, passt. Ich hatte eigentlich gedacht, es könnte jetzt eng werden, was die Dachkonstruktion angeht, aber es kommt gerade so hin. Ich darf allerdings auch hier nichts mehr wegreißen, was das angeht. Gut. Dann können wir weiterlaufen lassen. Ja, es nimmt langsam dann doch Gestalt an. Der Raum wird allerdings sehr groß, das muss ich schon sagen. Also ich muss gucken, ob ich da vielleicht dann doch nochmal abtrenne. Quasi in den Wohnbereich und den Arbeitsbereich, dass es vom Heizen her nicht so schwierig wird diesen Winter. Und man sieht, die 1000, die hier waren, sind relativ schnell schon wieder weg. Also wir brauchen Stroh ohne Ende. Wo bauen wir das jetzt am besten hin? Ich glaube hier. Das brechen wir ab. Da und da. Ne, da wäre übertrieben. Da können die noch um die Ecke laufen. Das ist okay. So, Tür. Strohtür, damit die gar nicht erst eine Wand bauen. Wand. Und dann lassen wir sie erstmal weiterbauen. Und dann gucken wir mal. 2 von 20 ist, wie gesagt, nicht viel. Ich könnte jetzt eigentlich doch mal hier oben ein bisschen abbauen lassen. Ja, ich muss natürlich jetzt damit rechnen, dass jetzt dann tatsächlich die Ratten kommen. Ja, also, das bleibt, wird jetzt nicht ausbleiben. Aber das nehme ich dann in Kauf. Es bringt letztendlich auch, wie gesagt, ja Fleisch. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber es ist jetzt am einfachsten, um Strohnachschub zu bekommen. Weil es wird gleich vieles rot werden, weil ich einfach keinen Stroh mehr habe. Sieht doch gut aus. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Platz. Ich werde das einigermaßen beheizen können. So, freigeschaltet Fliesenboden. Da ist er. So, jetzt habe ich die erste Tür gebaut und dementsprechend habe ich jetzt Fenster und Tiertürchen und Scheunentor und so weiter. Einen Strohwagen habe ich noch nie benutzt, aber egal. Aber ein Strohfenster brauchen wir auf jeden Fall, damit ein bisschen Licht reinkommt. Auch wenn schön ist, direkt so ein Plumpsklo raus. Und tatsächlich reicht ein Fenster nach draußen, um das drinnen zumindest tagsüber zu erhellen, das Ganze. Problem ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Flur habt, jetzt so wie ich meine Gebäude baue, ich habe meistens einen Flur, da gehen dann halt die Räume von ab.
Und wenn jetzt der Flur quasi zwar nach draußen führt, aber dann ist der nochmal unterteilt, was weiß ich, in einen inneren Flur, der jetzt kein Fenster nach außen hat, dann kann man auch ein Fenster dazwischen bauen, also in die Wand zum anderen Flur, wo eigentlich Licht reinkommt. Das hat aber dann leider keine Wirkung. Das heißt, da, wo keine direkte Verbindung zum Außenlicht ist, ist es dunkel. Da müsst ihr, das ist halt blöd, aber das ist halt leider so. Da müsst ihr dann ein bisschen rumtricksen. Gibt es auch Möglichkeiten, indem man einfach so ein kleines extra Stelle freilasst. Vielleicht zeige ich das dann auch mal, wie ich das mal an einer anderen Stelle gelöst habe. Ansonsten muss man es halt entsprechend so planen und bauen, dass solche Sachen halt gar nicht existieren. Funktioniert auch, ist auch möglich. So, und jetzt ist gleich alles weg an Stroh. Schön, dass wir so viel davon hatten. Aber sie sind ja fleißig am Nachproduzieren. Das, was ein bisschen blöd ist, jetzt holen die sich immer ein Stroh, um das dann quasi die 20 Stück dann direkt mitzunehmen. Das ist halt eine unnötige Rennerei. Anstatt, dass die halt jeweils das einzeln machen, aber zum Glück ist es nicht mehr viel. Das heißt, ich werde den Rest jetzt auch noch nicht weiter bauen lassen, bis die da nicht etwas mehr wieder einen Vorrat haben, weil es ist halt da die KI leider nicht ganz so ausgereift, dass die so schlau ist und sagt, hey, wir haben jetzt erstmal hier das abzubauen und dann bringen wir das alles gesammelt zum Lager und dann fangen wir erst dann hier weiter zu bauen. Obwohl hier nichts priorisiert ist. Also nicht ganz so optimal, aber wenn man es weiß, kann man es entsprechend ein bisschen planen und das versuche ich halt auch immer. Schafft ihr auch, ist kein Problem. Dach sieht sehr lustig aus, wenn es fertig ist. So ein bisschen Wasser rein und dann hat man einen Pool. Das ist ein Sprungbrett. Okay, ist nicht wenig. Sollte ich nachher auch direkt wieder bepflanzen, dass das auch fürs nächste Mal dann direkt wieder da ist. Im nächsten Jahr zumindest. Dass man es dann relativ schnell wieder abbauen kann. Weil wie gesagt, man braucht es. Ich werde zwar hier auch noch jede Menge wegmachen gleich. Und dadurch, dass das Fenster jetzt drin ist. Das heißt, wenn jetzt hier alles überdacht und zu ist, ist trotzdem drin heller. Tagsüber. Dadurch ist der Lüfter freigeschaltet. Und der Lüfter sorgt halt dafür, dass wir, wenn ihr Bäume abtrennt voneinander, was ich vielleicht machen werde hier noch. Ich nehme den weg und mache da noch eine Wand zwischen. Dass ich eigentlich im Winter nur das hier beheizen muss und das eigentlich nur dann, wenn ich hier wirklich arbeite, was wahrscheinlich nicht so oft der Fall sein wird. Und dann ist es mal nicht schlimm, wenn die mal kurz in die Kälte reingehen. Aber dieser Lüfter sorgt halt dafür, dass ihr, entweder macht er den auf, das heißt, die Wärme wird auf trotzdem beide Räume verteilt. Was natürlich dann für geringere Wärme sorgen kann, wenn ihr Pech habt. Ja, zumindest im Raum, wo die Heizgeräte quasi stehen. Ihr könnt den Lüfter aber auch zumachen. Das heißt, es ist an euch zu sagen, okay, ich möchte jetzt den Raum mal kurzfristig beheizen. Aus irgendeinem Grund, ohne da jetzt den Kamin anzumachen. Und es reicht halt trotzdem, dass es nicht einfach nur, dass es nicht einfriert in dem Nachbarraum. Kann man sehr gut nutzen, auch später dann, wenn ihr ein größeres Gebäude vielleicht habt mit mehreren Räumen. Ihr müsst nicht jeden Raum dann wirklich beheizen, sondern es reicht dann auch vielleicht der mittlere Raum und zwei andere Räume drumherum werden durch den Lüfter quasi mit beheizt. Ihr braucht dann nur noch eine Fackel da drin. Das solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Es gibt die Dinger dann auch noch in feuerfester Version, wenn ihr entsprechend Metalle habt. Ich brauche die aber meistens nicht in Feuerfest. Seht ihr dann. Und es geht auch schon wieder auf den Abend zu. Ein bisschen was haben wir geschafft. Das ist jetzt kein großer Fortschritt gewesen. Aber ich kann jetzt immer den Rennofen gleich bauen. Und das ist quasi unser Eintritt in die Metallverarbeitung.
Schauen wir ins Ruvalet rein. Lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Weil es haben alle noch zu tun. Geht eh gleich in die Freizeit wieder über. Nahrung haben wir noch für 5 Tage. Auch nicht schlecht. Ah, seht ihr? Eisenbahn freigeschaltet. So, jetzt kann ich hier Eisenbahnen produzieren, wenn ich entsprechend Erz habe. Habe ich natürlich noch nicht. Ich habe nur 10 bis jetzt und ich brauche 25, um einen Barren herzustellen. So, was können wir also machen? Ich kann dieses Raseneisenerz, wie auch immer, Teil bauen. Raseneisenerzaufbereiter, so heißt das Teil. Machen wir glatt mal. Aber wir drehen das mal. Ja, wie gesagt, können die sich zur Not unterhalten. Ich mache es einen weiter, weil ich den ja noch um einen verschieben muss für die Schmiede. Und den setzen wir direkt den einen weiter. Lassen wir erstmal zumachen. Einpacken. So. Okay, es ist Freizeitmodus, deswegen lassen wir das jetzt mal schnell laufen. Die freuen sich hier wieder. Ah, das ist eigentlich ganz gut. Die Stimmung ist eigentlich echt nicht schlecht. Sind eigentlich alle ganz gut dabei. Das habe ich schon schlimmer erlebt. Ja, Spaß könnte bei ihr noch ein bisschen steigen, aber die muss noch was trinken. Ob sie noch zum Spielen kommt. Bisschen, nicht viel. Die sind aber alle sehr früh im Bett, muss ich sagen. Okay. Ja doch, das ist an den Werten aber super. Warten wir jetzt wieder ab, bis die Nacht vorbei ist und dann speichern wir wieder. So, Tag 5. Jetzt ist nichts passiert. Nichts Neues hinzugekommen, das ist vorbei, da passiert auch eigentlich nichts mehr. Aber wir gehen mal auf Speichern. So, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, sofern ihr das noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, wenn ihr über neue Videos von mir informiert werden wollt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar unter das Video, wenn ihr mögt. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis bald, euer Vorian. Ciao, ciao.